Ich bin gut im Training, ich mache super Fortschritte, ich habe endlich wieder eine vernünftige Grundkondition und habe auch ordentlich an Kraft zugelegt. Und jetzt arbeite ich wirklich nur noch an den Feinheiten, dass da jetzt auch noch richtig die Schlagkraft rüberkommt. Ich muss noch ein bisschen mit dem Gewicht runter, 2 Kilo circa. Also ich bin zwar fit, aber das ist natürlich auch, wenn man gerade Muskeln aufbaut, dann muss man natürlich trotzdem mit dem Gewicht auch auf jeden Fall im Rahmen bleiben. Und da werde ich jetzt auch das Kreatin weglassen, was mir allerdings viel Kraft gegeben hat im Training. Aber damit das Wasser jetzt auch nochmal richtig rauskommt, lasse ich das jetzt sozusagen weg. Nach meinem Training nehme ich immer das After-Work-Stack. Ich finde, das ist einfach ein super Produkt, weil hier muss ich jetzt nicht mehrere verschiedene nehmen, sondern nehme das eine. Und hier ist alles drin, was meine Muskulatur nach dem Training braucht. Und was ich persönlich ganz toll finde, hier ist Tryptophan drin. Das lässt mich einfach schneller entspannen und in die Erholungsphase kommen. Und dadurch hat sich meine Regeneration auch deutlich verbessert. Und das werde ich jetzt in der extremen Wettkampfvorbereitung ein bisschen umstellen. Hier werde ich jetzt nur noch das Whey-Protein nehmen, weil das ja schnell verfügbares ist. Und natürlich auch noch BCA-Tabletten dazu. Ja, und ich trinke meine Shakes momentan mit Wasser. Da bin ich ganz froh, dass die Proteine auch super lecker in Wasser schmecken. Die Regeneration ist sehr wichtig, denn im Training beanspruchen wir natürlich richtig den Muskel. Aber das Wachstum beginnt erst in der Erholungsphase. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man dem Muskel die richtigen Nährstoffe zuführt. Und das mache ich also auch an trainingsfreien Tagen, halte ich meine Proteinversorgung auch sehr hoch. Ansonsten gehe ich natürlich gerne in die Sauna, das gibt auch nochmal eine schöne Entspannung. Oder Schlafen ist natürlich auch wichtig, dass der Muskel sich dann auch richtig erholen kann. Die nächsten Kämpfe sind natürlich schon geplant. Da soll natürlich auch der ein oder andere Titelkampf folgen, wo ich mich schon drauf freue. Aber jetzt muss ich mich erstmal auf den 28. konzentrieren, denn das ist ja nun mein nächster Kampf. Und ja, da kriegt man eine Art Tunnelblick. Wenn der Kampf vorbei ist, dann natürlich wieder Konzentration auf den nächsten. Also wenn ihr vorbeikommt am 28. Boxsporthalle Bramkamp 1 in Hamburg, dann würde ich mich auf jeden Fall richtig freuen. Falls ihr es nicht schafft, drückt mir die Daumen und bis dahin bleibt gesund und bis bald.